Unsere Probleme gehen dich nichts an, Fremde. So, liebe Gemeinde, damit hallo und deren Probleme gehen mich sehr wohl etwas an, finde ich. So, willkommen zum dritten Part von Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds, dem, ja, ersten und wahrscheinlich auch einzigen DLC zu Horizon Zero Dawn. Ist ja zumindest so angekündigt. Jetzt muss ich doch gleich nochmal gucken. Wo muss ich denn und überhaupt? Hier, erstmal das Lagerfeuer nehmen wir mit. Warum schimmert das Wasser hier eigentlich so grün und rot? Was machst du da? Viel früher gesehen als ein lebendiges Exemplar. Ach, irgendwie Stoffe färben, waschen, nehmt weiß ich nicht. Nehmt euch vor den Maschinen mit violetter Zeichnung in Acht. Sich ihnen unvorsichtig zu nähern, ist reiner Selbstmord. Was Neues von der Jagd? Die Herde ist nicht weit vom Lager. Dieses Mal bleiben sie zusammen. Dann warten. Ah, Aussichtsturm oder was ist das da? Ah, Aloy ist auch so ein bisschen am Frieren, wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Hier, Waschbär. Wo bist du? Oh. Jawohl. So, kann ja nie schaden. Knochiges Fleisch. Nun gut. Lagerfeuer. Ist doch kein Banditenlager oder sowas, ne? Gibt's die hier überhaupt in der Erweiterung? Werd's ja sehen. Sie werden ihm kurz auf die Finger hauen und dann wieder gehen lassen. Fremde. Kaja-Fremde. Schnell speichern. So, ist hier Quest oder ähnlich? Was ist denn das da? Oben auf der Karte. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Quasi jetzt direkt vor mir oder auf dem Kompass. Hier, das hier. Hm. Der Schamanenpfad. Dann machen wir doch erstmal den. Ja. Zack. Ist ja eh das nächstgelegene. Das scheint auch. Was mit dem Turm, denke ich mal hier. Oder Turm. Ja, was soll es sonst sein? Keine Ahnung. Säule. Artefakt. Ich weiß es nicht. So, zack. Ich bin vor allem gesagt... Morgren sagte, dass Aureas Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Hoffentlich nicht zu weit. So, wie gesagt, bin ich vor allem gespannt, ob die Maschinen hier alle so hart sind, wie die, die ich hier im ersten Part vor mir hatte. Das Arschloch-Ding. In diesem Sinne, nochmal schönen Dank an Sony, Alter. Mann. Ob man hier mitmacht. Das Mistvieh. Oh, was bist du? Wildschwein. Hallo, Wildschwein. Oh, was ist das? Das ist Naltok, der Ausschau nach dem Turm hält. Ah. Er sendet wohl ein. Dann ist das Ding auf der Karte. Interessant. Überbrücken könnte klappen. Repariert feindliche Maschinen und verleiht ihnen Schockwiderstand. Betäubt überbrückte Maschinen. Ja, geil. Was soll das denn? Bin ich aber gar nicht mit einverstanden. Hallo? Reden. Naltok? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkren sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon tausendmal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Aurea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Mhm. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen.
Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Jawohl. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein, die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Hm. Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will, aber nicht deine. Tut mir leid. Na, schönen Schrank auch. Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte! Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Hm, na jetzt wird's lustig. Zerstöre oder überbrücke den Turm. Okay. Hat also auch eine Reichweite, sag ich mal, bis hier. Kann ich mich denn hier überall verstecken? Da bestimmt. Langsam, langsam. Was ist denn das? Ich kann die Maschinen töten. Auf den Turm? Alter, verarsch mich nicht. Der Impuls legt auch meine Rüstung lahm. Oh, warten wir jetzt mal auf den Impuls. Ja, leck mich. Ihr Nutten. So, da war doch was mit betäubt überbrückte. Das heißt, wenn ich den überbrücke, dann kämpft er nicht mehr gegen mich. Kämpft zwar auch nicht für mich, weil betäubt, aber... Ah, okay, überbrückt ging nicht. Und an die erinnere ich mich auch noch relativ gut. Die Scheißviecher. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, wo ich hier hinspringe. Wow! Alter, haben die hier alle Feuerangriffe oder was? So. Die werden ja auch geheilt, ey. Das hab ich ja gar nicht dran gedacht. Warte mal. Alter, hallo. Jetzt ist aber Schluss. Ach, weißt du was? Hier. Leck mich an der Füße. Ich bin sicher. Ja, wenn du jetzt zumindest mal für ein paar Minuten. Hier rüber, Aloy. Ah, Mann, du. Oh, hoffentlich schaffe ich das jetzt. Komm, 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 komm. Okay. So, jetzt ist er also deaktiviert. Gut. Alter, dann werden die ja zumindest nicht mehr geheilt. Das ist ja richtig kacke, ey. Meine Fresse. Vor allem, wieso konnte ich die jetzt nicht überbrücken? Nur wegen dem Turm nicht? Oder kann ich die Viecher gar nicht überbrücken? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, anscheinend kann ich nicht. Na gut. Ist das so? Konnte ich die wohl nicht überbrücken? Erledige. Ach, die muss ich sogar erledigen. Na, schönen Dank auch. Gut. Okay, der hat so ein Radar, genau. Das weiß ich noch. Ja. Der, das ist ein Verwüster. Nee, wie heißen die? Plünderer. Genau, der hat doch so eine Kanone auf dem Rücken.
Die springen wir ihm erstmal ab. So, jetzt kann ich hier wenigstens die Dinger wieder zum Boden werfen. Oh, Alter. Ja, du mich auch, ey. Erstmal heilen. Aber ganz fix. Oh. So. Jetzt zu dir. Was war denn das gerade? Hier, mit seiner scheiß Verwüsterkanone. So. Hier, zu Boden mit dir. Altes Mistvieh. Du schäbiges, du. Der Zoll ist also nah an Maschinen. Doch man kann ihn überbrücken. Puh. Alter Lachs. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, schwerer als das Hauptspiel. Meine Fresse, ey. Oder ich hab's einfach nicht mehr drauf. Kann natürlich auch sein. Meine Fresse, ey. Okay, da ist ein Lagerfeuer, da ist ein Lagerfeuer. Gut, gut. Was wollte ich jetzt? Genau, erstmal neue Pfeile herstellen. Die Dinger. Zack. Und jetzt vor allem Fertigkeiten. So, ich habe ja 7 Punkte. Was haben wir denn hier? Drücke beim Zielen R1. Schwere Sperrangriffe verursachen mehr Schaden, wenn die Gesundheit niedrig ist. Soweit soll es ja eigentlich gar nicht kommen. Was haben wir denn hier bei den neuen? Sammle im Reiten Ressourcen und durchsuche Gegner am Boden. Okay. Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Ja, das kostet 1, das kostet schon 2, das kostet jeweils 3. Repariere überbrückte Maschinen, erhöht Ressourceninventarplätze um 20. Sprungangriff von deiner Reitmaschine, okay. Achso, dafür brauche ich das, okay. Mhm. Das heißt, ich brauche ja eh das. Dann das Reparieren. Ja. Repariere überbrückte Maschinen mit Metallscherben. Hm. Na gut, ich werde ja noch ein paar Fertigkeitspunkte kriegen. In dem DLC. Ich weiß gar nicht, was hier das Max-Level jetzt ist, das neue. 55, 60. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich ja wieder Erfahrungspunkte. Und dann wollen wir noch mal kicken, was er mir hier jetzt Tolles zu sagen hat, nachdem ich dazu bravourös erledigt habe. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Diese Blauglanz, genau, das ist so irgendwie die neue Ressource, die Banuk als Währung nehmen, ne? Du sagtest was von Blauglanz am Ende der Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Mhm.
Burgrend sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Speer, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja. Egal, was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Okay. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. So denn. Also gut. Ich gehe zu den Eisfeilen und suche diesen Schamanenpfad. So, da müsste ich also lang. Aber erstmal. Da ist ja die Zwischenquest. So. Aber hier ist ein Lagerfeuer. Na, also wenn ihr jetzt gerade das erste Let's Play von mir seht, gewöhnt euch dran. Auf direktem Wege gehe ich seltenst. Außer es gibt wirklich nichts anderes irgendwo zu entdecken. Und genauso wie hier. Hier waren jetzt zwei Lagerfeuer. Die möchte ich mir zumindest erst nochmal holen. Wofür Schnellreisen. Und vielleicht gibt es da ja auch eine Ortschaft mit Quests oder was auch immer. Oder interessante Gespräche. Ne? Habt ihr jetzt eben auch schon gesehen. Also ich, grundsätzlich gehe ich alle Gesprächsoptionen durch. Weil mich die Story halt einfach brennend interessiert. Ah, hier, ich habe gerade die Schritte von irgendeiner großen Maschine gehört. Oder war das nur Donner? Hier, da. Ach du Scheiße, was das ist doch... Versänger. Ja, du kannst mich mal. Das ist so ein Vieh vom Anfang. Notizbuch. Maschinen. Hier. Versänger. Mistviecher. Monische Maschine. Eine Brutstätte überbrücken unmöglich. Ach, okay. Das heißt, den hätte ich so oder so nicht überbrücken können. Stärke, Schock und Verderbnis. Aha. Rollturm. Ich denke mal, das werden wir auch rauskriegen, wo die Dinger plötzlich herkommen, ne? Brutstätte Psi. Ah, okay. Welche alles? Das ist gut. Welche, alles, dafür habe ich eine Schwäche. So. Dann, ah, oh, hier, da, seht ihr, da, oh, hier, da ist auch ein Lagerfeuer. Ja, leckt mich. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu dem. Dann, so Gott will, wenn hier nichts Großartiges mehr ist, zu dem und von da weiter zu Quest. Hauptsache, ich laufe hier diesem Versänger nicht über den Weg. Da habe ich gar nicht mal so viel Bock drauf. Ach so, ein Schaf? Oder was bist du? Ey, neue Tierarten gibt's auch. Ist doch ein Schaf, ne? Ja, natürlich. Guck an. Also nicht nur neue Maschinen, sondern auch eine Ziege. Kein Schaf, eine Ziege. Fast dasselbe. So, Gesundheit noch einsammeln unterwegs. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Verdammt richtig. Hier irgendwas an gefährlicher Maschinerie? Ein Hase.
Solange es nicht das Killer-Karnickel ist aus hier. Wie heißt unser Ritter der Kokosnuss? Vorratskiste. Give me that more her hier. Ah, Metallbrand, Kühlsaft, bla bla bla. Echohülse, jo, nehmen wir. Gut, hier ist nur das Lagerfeuer. So, dann füllen wir erst nochmal unsere Gesundheit auf. Auch voll ist. Dann, oh, nee, doch da jetzt erstmal hin. Und Reittier, wo ist es? So, mein Stürmer. Das ist gar nicht so verkehrt hier. Ey. Fällt's doof. Mal gucken, da wird ja wohl... Was war hier eben? Prinz, wer seid ihr denn? Habt ihr Quests oder irgendwas für mich? Sieht nicht so aus. Nö. Ah. Dann halt nur das Lagerfeuer. Der nächste Speicherpunkt. Zack. So, und von hier geht's dann zu der Quest. Zack. Da. Oh, komm du mal her hier. Mal gucken, wie ist das hier mit... Na gut, er muss dafür anhalten. Aber wesentlich muss ich nicht absteigen. Uah. Da ist doch hier so ein Schnappmauler, wie die Biester heißen. Hä? Wo ist das Biest? Dämonisches Schnappmaul, ja, du kennst mich mal. Eins, zwei, dreimal. Mhm. Verfatz dich bloß. So, bloß weg. Sind's. Das muss die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Lautloch. Und geflutet, wie sie sagte. Schnappmäuler. Sind bestimmt von Fluss aufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Na toll. Mal gucken. Das heißt, ich muss mich vielleicht doch mit denen anlegen. Aber das sehen wir im nächsten Part. Hier ist erstmal wieder Schicht im Schacht. Wie immer, hoffe ich, euch hat es gefallen. Falls ja, hinterlasst mir doch ja, gerne ein Abo bzw. ein Follow. Ne? Je nachdem, ob ihr das hier auf YouTube oder Vidme seht. Ne? Und auf YouTube hat das für euch auch noch den Vorteil, ihr kriegt dann auch immer eine Benachrichtigung. Nicht nur, wenn ich Videos hochlade, sondern auch, wenn ich meinen Livestream starte. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.